Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir uns hier unten vergnügt und wurden tatsächlich hier oben hingebeamt. Oh, können wir zeigen. Verrückt, oder? Da waren wir bei der Götterbrücke. Naja. Heute nehmen wir uns mal vor diese Gegend hier, weil hier haben wir nämlich noch ganz viel nicht entdeckt, wie man sieht. Da fehlen auf jeden Fall noch ein paar Säulen. Auf jeden Fall hier im Wasser noch nicht. Das können wir mal machen. Höhle des Wissens müssen wir nicht. Das müssen wir direkt hier zum ersten Schritt gehen. Genau, beim ersten Schritt, da ist ja auch dieser Ritter. Vielleicht können wir den ja auch mal angehen. Mal sehen. Den habe ich ganz am Anfang einfach außer Acht gelassen. Auch dann irgendwann vergessen. Hallöchen. Gut gemacht, wirklich sehr gut. Ihr habt Godric den Verpflanzen besiegt und eine große Rune an euch gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Besucht nun die Tafel und Feste. Okay, da können wir auch noch hin. Machen wir das glatt mal. Das wusste ich gar nicht. Haben wir noch gar nicht gemacht. Ah ja, wir machen da hin. Zu den zwei Fingern. Wo sind die zwei Finger? Ist das hier neu aufgegangen vielleicht? Anscheinend. Sind das die beiden Finger? Die sehen aus wie zwei Finger, okay. Are you that new tarnished? Ja. You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble. To welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order, anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Haben wir ihn reden hier? Zwei Finger berühren. Begeisterung. Okay, na gut. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, können wir nochmal kurz zum Schmied gehen, oder? Denn? Oder kann ich bei ihr auch noch was stärker machen? Ich glaube, ich hab nichts mehr, ne? Nee, mir fehlen diese Gräberteillinien 4. Da haben wir keine von. I didn't know to be doing my job. So just lay out your arms. Oh, das können wir mal stärker machen. Brauchen Dunkelschmiedestein 6 brauchen wir noch. Den kann ich doch gar nicht nehmen. Mir fehlt noch die Stärke 40. Das Säbel hier haut schon ganz gut rein. Aber eigentlich haut mein Dings immer noch am meisten rein hier, ne? Okay. Gut, dann lass uns mal zurückreisen. Ist noch irgendwas geöffnet hier? Achso, ich kann mit ihm reden, weil wir bei deinem Biestenmeister waren wir. Ja, haben wir. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this.
the power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Anrufung studieren. Er schafft ein Bildnis der Ordnung, um heiligen Schaden zu verursachen. Können wir nicht benutzen, können wir nicht benutzen. Über die. I serve the Golden Order, that I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Okay. Nimir. Ah, you would be... Well then, would you like... Hier überreiche mein Gebetbuch. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. I'll take it off your hands. That is a witch's incantations. Very well. Heiligt eine kleine Menge LP. Heilt eure LP und die von Verbündeten in der Nähe. Lässt kurz eine Flamme aus eurer Hand schießen. Ja, ich bin ja kein Magier, ne? Brauche ich also nicht, oder? Gut, na gut. Gut, dann lass uns jetzt nochmal da hinreisen, wo wir es vorhatten. Gerade eben schon. Wie alles begann. Da, erste Schritte. So. Los geht's. Ja, es ist witzig, was man alles so noch entdeckt. Und was. Also man entdeckt ja jedes Mal was Neues und hält sich damit auf. Ja. Ich weiß nicht, ob es für euch wohl spannend ist, so zuzugucken. Aber ich finde es relativ spannend so, weil man einfach alles entdeckt und sich nicht in Ehre führen lässt von irgendwelchen Aufträgen, die man unbedingt machen will. Jetzt haben wir getroffen. Wow, wow. Gegner zu Fall gebracht. Das ist aber auch ein Biest gewesen. Kann man so mal sagen, oder? Goldene Hellbarde. Gut. Ah, ich hab mich gelogen, war kein Biest. So, wir machen mal hier einen Punkt rein. Wir wissen, wo wir hin sollen, und den machen wir hier weg. Ja, einfach mal los. Gut, das haben wir nämlich auch noch nicht eingedeckt hier irgendwie. In diesem Sumpfgebiet, was da ist. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Das ist am Startgebiet hier gar nicht so was Schlimmes passieren eigentlich. Ein paar Viecher. Hier. Alter! Vom Drachen verbrannte Ruinen. So reingehen. Okay.
Aber ich sollte nur den Hund platt machen. Liegt was. Aber auf jeden Fall ist da unten noch was. Oben gehen wir weiter rein. Guck mal, hier geht's auch runter. Yeah. Ah, Ratten. Oh, ich hasse Ratten. So, ihr könnt mir hier helfen, dann stimmt. Los rein da. Wow. Die Ratten tot? Perfekt. Goldene Runen von denen. Tür auf. Yeah, eine Truhe. Mal gucken, was ist. Schnittes. Nein, nein, nein. Ah, was macht er? Ich komme nicht weg wegen den Hunden. Okay, ich wurde nicht wegteleportiert. Jetzt natürlich die Frage, soll man das trotzdem mal machen, um zu sehen, wo wir da landen? Weil wir kriegen ja wieder so ein... Machen wir nochmal. Wir kriegen ja wieder so ein goldenes Ding. Hier, so ein Gnadeort, ne? Lass uns das ruhig machen. Ich hatte erst Angst, weil ich dachte, aber... Naja, ich hoffe nur, dass nicht so ein Mörder-Monster-Viech wieder da ist wie beim letzten Mal. Da haben wir natürlich Glück, ob das da runtergefallen ist, aber... So viel Glück hat man ja nicht immer. Guck mal, wo wir jetzt landen. Auch gemein, so eine Kiste, ne? Man kann sie nicht erkennen. Kristalltunnel von Celia. Gravitationsfächer. Oh, da oben ist jemand. Wo finde ich denn hier so ein... Alter, was ist hier los? Okay. Die sind gestorben. Wie scheiße ist das denn? Oh. Na okay, dafür landen wir wieder im anderen Ort. Das ist natürlich gut für uns. Müssen wir nicht da weiter rumtumpeln. Die sind doch ein bisschen hart. Also wahrscheinlich so eine harte Gegend, wo man da gelandet ist. Na gut, dann machen wir die Truhe nicht mehr auf. Und bleiben lieber woanders. Weil, ja, macht irgendwie Sinn, ne? Oh nein, man fängt wieder hier an. Ach, das ist doch scheiße. Da oben sind meine Sachen. Schmiedestein 5, ah cool. Ich muss mich einfach einsammeln. Also wir müssen die irgendwie platt machen da unten, bevor die. Nein, warte. Ich muss hier hinten stehen bleiben.
Oh Mist. Oh, das gibt's doch gar nicht. Scheiß drin. Wieso treffe ich ihn nicht? Oh, Alter. Er ist aber scheiße. Ein Runenbogen, ja super. Das habe ich geil gefunden, aber warum sind hier so viele von diesen Typen? Die hauen echt rein. Die müssen wir auch abschießen unten, glaube ich. Okay, unser Schild hält es gut ab. Was fallen gelassen hier? Schimmernder Überrest. Den Pullen hier rein. Mann, ey. Ich kann mir die auch blocken. Testen wir gleich mal. Durch, oder? Aber wie ätzend ist denn das bitte sehr? Alter, das ist doch mal eine Scheißoption hier. Ach, warte mal. Können wir über das Ding da springen? Holen wir mal drauf. Können wir da oben rein? Guck mal, können wir da reinspringen? Nein! Das war ja dumm von mir. Das war mega dumm gerade. Aber ich glaube, wir können da oben reinspringen. Ich weiß nicht, ob es ein Ausgang ist, aber... Oh, fuck, ey. Oh, wie kommen wir denn da weg? Ach, scheiße. Das ist doch voll gemein, die Leute da hin zu porten, ey. Wo sie alle Gegner besiegen, ne? Die ich gerade besiegt habe. Oh, ist das scheiße, ey.
Nase trotzdem nochmal. So, das sind unsere Sachen, ne? Gucken wir, ob wir den blockieren können vielleicht. Alter. Das war nicht schlecht gerade eigentlich. Von mir. Leute. Das ist ein bisschen blöd hier, ne? Man sitzt ja echt in der Falle. So, warte mal. Ja, ich mache es gleich nochmal, wie gerade eben. Och, scheiße, jetzt sind alle so Punkte weg. Jetzt ist es auch egal. Jetzt beam ich mir einfach raus. Ich glaube, da kommen wir nicht. Hier sehe ich kein Land. Dann beamen wir uns einfach raus und dann hat sich die Sache gegessen. Das ist schon... Oh, das ist echt fies, das Ding. Blöd. So, pass auf. Beamen wir uns auch mal wieder direkt... Ach, da, hier sind wir gelandet. Kristallte von Celia, okay. Dann lassen wir hier... Ihr könnt erst dann, wenn ihr... Was? Ich muss erst eine Detonade finden. Stirb doch einfach, du Affe! Was machst du denn hier? Oh, das gibt's nicht. Jetzt reicht es auch echt. Alter. Ja, jetzt reicht es auch, ne? Schmiedestein 5 nehmen wir auch mit. Also wir haben echt viele Schmiedesteine finden wir hier.
Trotzdem ist es schwierig, hier durchzukommen. Aber hier geht's gar nicht weiter. Ich muss hier hoch. Na gut. Oh, ich brauche nur einen Ort der Gnade, ey. Ganz ehrlich. Bitte. Was kann man denn gegen dieses Brennen da machen, was er da macht? Oh. Also ich komme da irgendwie nicht raus. Das ist echt eine beschissene Falle. Ich versuche jetzt was anderes. Ich renne jetzt einfach mal durch. Gucken, ob das klappt. Ich habe ja eh kaum Runen, deswegen ist das egal. Aber lass uns auch mal durchrennen. Und sehen, wo wir da unten längs kommen, wenn wir unten längs laufen. Okay, das war vielleicht gar nicht so eine super Idee, aber... Da ist ein Ort der Gnade. Oh, wie cool ist das denn? Rasten wir auch gleich mal hier. Also das ist schon echt beschissen. Aber jetzt können wir gleich wegreisen, weil jetzt habe ich doch irgendwas schimmern sehen da vorne, da hinten. Vollendes Fett. Und trotzdem längs gehen kurz. Ach guck mal, sind wir draußen. Perfekt. Okay, das war ja dann doch gar nicht so tief, weit, was auch immer. Jetzt gehen wir doch noch mal kurz zurück. Jetzt können wir ja rauskommen hier. Wir haben ja das, den Ort der Gnade erkannt. Ich glaube, eigentlich soll man von dieser Seite reinkommen. Oh.
Würfel. Wer mich nicht sieht, dann kann das ganz auch egal sein, oder? Ach guck mal, es ist schon gleich hier, wo wir... Na okay, ne, dann lass uns mal rausgehen. Hier brauchen wir nicht unbedingt groß drinne sein. Dann lieber wieder raus hier. Kurz rasten. Und zurück. Wir haben natürlich nichts erreicht eigentlich. Was? Alter, ist auch nicht möglich. Geh mal raus. Jetzt aber. Okay. Ey, wie fies ist das denn bitte sehr? Das ist ja echt eine gemeine Sache, ne? So. Aber wir sind rausgekommen. Das ist schon mal gut. Ach, jetzt hätte ich auch gleich mal hier, wenn wir schon hier sind, direkt mal hier nochmal runterreisen zu ihm hier. Zu unserem Schmied. Wenn so viele Schmiedesteine wir gefunden haben, sollten wir doch was damit reißen können, oder? So ein, zwei Sachen. Hallo, Mr. Schmied. Well, I took you for dead. No matter, lay out your arms then. Ach so. Okay. Dunkelschmiedestein. Da brauchen wir auch noch was für. Dunkelschmiedestein 1. Da brauchen wir eigentlich nur eine, müssen wir einmal stärker werden, ne? Das hier würde ich ganz gerne stärker machen auch. Aber naja. Das ist ja ärgerlich. Nun gut, aber das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.